Oh mein Gott, was? Und Kilo als einer, der startet schon mal sehr krass, muss ich sagen. Oh mein Gott, ich hätte nicht damit gerechnet. Was? Ich habe keine Chance. Okay, nee, jetzt ist vorbei. Jetzt muss ich ihn anrufen. Lukas, ich weiß, dass du mit... Oh mein Gott, was? Kevin Rap jetzt? Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, Alter, heute kommt auf jeden Fall ein Video, worauf sehr viele gewartet haben. Denn ich werde heute auf den Lukas Brawl Stars Diss-Track von Clash Games reagieren. Das allererste Mal. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung zum aktuellen Zeitpunkt, Leute. Ich habe ihn mir noch nicht vorher angeschaut. Das ist wirklich meine allererste Reaktion wirklich auf diesen Diss-Track. Ich bin ultra gespannt, ja, was da alles vorkommen wird, wie das Musikvideo sein wird und so weiter. Und ich würde sagen, Freunde, wir labern nicht allzu lange drumherum, sondern starten direkt rein. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Das heutige Video entsteht übrigens in Zusammenarbeit mit Call of Antia. Call of Antia ist ein richtig spannendes Match-Free-RPG oder auch 3-Gewinnspiel mit einer richtig einzigartigen Handlung. Das Spiel ist voll von strategischen Schlachten, legendären Helden, Herausforderungen und Erfolgen. Das Game hat eine extrem krasse Grafik und richtig gute Musik und ihr könnt dort euer eigener Herrscher werden und euer Königreich eben aufbauen. Ihr könnt euch anderen Spielern bei Events anschließen, euer eigenes Imperium aufbauen, mysteriöse Legenden freischalten und so weiter. Besonders cool finde ich zum Beispiel zum einen, dass es extrem viele Veranstaltungen gibt, wo ihr Gratisgeschenke, also kostenlose Belohnungen eben bekommen könnt. Man kann auch an mehreren Veranstaltungen gleichzeitig teilnehmen und sich auch mit Verbündeten sozusagen zusammentun und dann eben die ganzen krassen Gratisbelohnungen absahen. Ihr könnt dort jeden Tag kostenlose Belohnungen bekommen und über 60 epische Helden freischalten. Diese könnt ihr natürlich aufleveln, die Fähigkeiten verbessern und dann eben immer besser werden. Dann ladet euch jetzt mit dem ersten Link in der Beschreibung Call of Antia kostenlos herunter und supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega freuen, Leute. Die App gibt es natürlich für Google Play oder auch iTunes. So, Leute. Und zwar hat Kevin mir den Diss-Track ein bisschen früher schon zugeschickt. Bisher ist noch nicht mal der Titel eingestellt. Und ihr seht 2 Aufrufe. Auf jeden Fall sehr geil. Ja, freue mich natürlich, dass ich hier schon ein bisschen früher drauf reagieren kann als allererstes so ziemlich, ne? Genau, Freunde. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Kevins Antwort ist. Und ey, ich bin echt sehr gehypt, Alter. Ich hab Bock. Ich würde sagen, let's go. Was? Hä? Wieso ist er in der Tomaten-Ketchup-Flasche? Digga. Oha. Bin ich das, oder was? Oh mein Gott, was? Okay, Leute, ich muss mal kurz meine Cam anders platzieren wegen dem Untertitel. Okay, Leute, Alter, der Start ist schon mal sehr krass, muss ich sagen. Oh mein Gott, ich hätte nicht damit gerechnet. Besondere Art, ey, Lukas bei dem Song, was ist da noch passiert? Ich glaube, die Idee, Dislikes entfernen, kam von dir, bitte. Ey, Digga, das stimmt nicht, das kam von YouTube. Ich habe nie bei irgendeinem Video die Dislikes entfernt. Das ist halt bei jedem Video bei YouTube so, ne? Aber das ist auf jeden Fall, ja. 100.000, doch es macht dich nicht lange, bitte kein Geld. Junge, ey, das ist so fies, Mann. Aber ich habe sogar 200.000 bereits für Brawl Stars insgesamt ausgegeben, ne? Also hier sogar untertrieben im Diss-Track noch. Nee, aber Spaß beiseite, Leute. Ja, Star Shelly ist der einzige Skin, den ich wahrscheinlich niemals haben werde. Ich würde sagen, das habe ich bisher am meisten getroffen. Wie du über den Takt stolperst, das ist so ranzig. Lukas sitzt in der dritten Klasse noch mit Mitte 2. Legendär gibt mir Sommer-Wipes, doch ist deiner Schrott, denn der Sommer-Wipe kommt nur durch deinen Melonenkopf. Du siehst aus. Junge, das ist so lustig, wie Kevin hier drin sitzt. Und ja, komm, das war halt mal ein Video, wo ich halt mit Zuschauern in einem Klassenzimmer saß für mein Musikvideo, Digga. Also mit Mitte 20, ja, ist ja okay. Du siehst aus wie 10, statt einem Bart hast du nur einen Glanzstreifen. Aber die Frage ist natürlich, kann das Kevin behaupten? Also wie kann mich hier Kevin dissen mit seinem Bartwuchs, ne? Das ist halt wirklich die Frage. Das muss ich ihn auch gleich fragen, Leute. Ich werde gleich noch Kevin anrufen und ihn ein paar Sachen fragen. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich ihn fragen werde. Oha, Alter. Was? Digga. Richtig fies, oder was? Das geht jetzt ab. Okay, okay. Ich muss aber hier kurz zurückskippen, oder was?
Oha, Digga, richtig fies hier, oder was? Okay, okay. Ich bin nicht gerade zum Anbeißen, okay? Aber Kevin natürlich schon hier mit seiner Tomaten-Ketchup-Flasche, ne? Nicht gerade zum Anbeißen, Kevin ist das Zeit. Doch zerbrechen wirst du keine Videos. Gut, Alter, du bist nur ein Noob. Schau wie... Ich gewinne immer in der Brawler-WM. Muss ich Kevin auch gleich fragen. Ich gewinne immer gegen ihn in der Brawler-WM. Clash Games und Crumble dich hier einfach mobben. Versuch es mal zu toppen, doch es wird halt nur floppen. Lucas Bro Stars, hey, du bist sowas in lame. Du hast keine Chance gegen Clash Games. Was? Ich hab keine Chance. Okay, nee, jetzt ist vorbei. Jetzt muss ich ihn anrufen. Jetzt ist aber wirklich Feierabend hier. Ich rufe jetzt Kevin an. Okay, Leute, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal anrufen. Ah, hallo? Moin. Ja, Kevin, ich schaue mir gerade deinen Diss-Track an und ich habe ein paar Fragen, ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Ja, was denn? Ja, zum einen erstmal, wieso werde ich mit meinem Bartwuchs von dir gedisst? Warum denn nicht? Ja, ich sehe da keinen Bart, Kevin, bei dir. Ich rasiere den immer ab, ja? Ja, ich doch auch. Ja, weil das trotzdem Glanzstreifen bei dir. Okay. Dann die nächste Frage, Kevin, das habe ich auch nicht verstanden. Hier die Line, du hast keine Chance gegen Clash Games. Aber in der Brawler WM sieht man das doch, dass ich das habe. Nein, da laggt es immer bei mir, Lukas, das weißt du doch. Ah, du meinst, wenn wir im selben WLAN spielen, ne? Ja, dein WLAN ist bei mir immer schlechter als bei Okay, okay. Und also, ich bin jetzt noch nicht ganz fertig, aber die dritte Frage ist, warum bist du in einer Ketchup-Flasche? Warum denn nicht? Hat das irgendeine Bedeutung, die ich noch nicht ganz verstanden habe, oder? Nee, einfach so. Ah, lol, okay. Ja, okay, fühle ich auf jeden Fall. Okay, dann ciao, ciao. Ciao. Okay, Leute, ich bin mal gespannt, ne, wie es hier weitergeht. Das sind lame, du hast keine Chance gegen Clash Games. Lucas Bro Stars, ey, bleib besser mal still, denn für Tracks aufnehmen hast du kein Skill. Ey, Digga, der Song war voll okay, meiner, okay? Lucas Bro Stars, ey, du bist sowas in lame, du hast keine Chance gegen Clash Games. Lucas Bro Stars, ey, bleib besser mal still, denn für Tracks aufnehmen hast du kein Skill. Oh mein Gott, Digga. Ey, diese Melone, Alter, Junge. Oha! Wie kann man nur so einfach die Melone weggeworfen. Die hätte man essen können, Kevin. Nee, Spaß, okay. Ey, aber das Musikvideo ist ja übelst geil. Eine Schande zeigen, denn die Videos sind pure Langeweile. Dann noch die Gesichtsausdrücke auf den Fam. Ja, ich weiß, ich bin manchmal faul und verwende dieselben Gesichter. Die auch zum Beispiel in einer Reihe 1, 2, 3, 4 mal das gleiche Gesicht und dann. Eine andere, sorry. Leute, ich muss ehrlich sein, ich bin manchmal ein bisschen faul mit den Gesichtern, aber darauf kommt es ja auch nicht an. Jetzt immer nur das Gleiche, kann es nicht von einer Hand zählen. Lukas ist vielleicht in der dritten Klasse, doch für sein Niveau sollte er in den Kindergarten. Lukas, ich weiß, dass du mich... Oh mein Gott, was? Kevin rappt jetzt? Digga, lol. Okay, das muss ich jetzt wirklich gönnen, Alter. Klasse, doch für sein Niveau sollte in den Kindergarten. Lukas, ich weiß, dass du mich hasst, weil du halt den Skinstar Shelly nicht hast. Du gibst so viel Geld aus, doch ich frage für was, denn im Brawl Stars bist du lange nicht krass. Ich bin zwar das Ei, doch zerbrechen bist du. Keine Videos gut, Alter, du bist nur ein Noob. Was? Als ob er sich die Glatze im Video rasiert, Digga. Hä? Junge, was? Bist du lange nicht krass. Ich bin zwar das Ei, doch zerbrechen bist du. Keine Videos gut, Alter, du bist nur ein Noob. Schau, wie Clash Games und Crumble dich hier einfach mobben. Versuch es mal zu toppen, doch es wird halt nur floppen. Oha! Wie er hier aussieht. Was? Digga, okay, ich muss noch mal kurz Kevin anrufen. Noch ganz kurz einmal. Hallo? Hallo? Ey, Digga, als ob du dir eine Glatze im Musikvideo rasiert hast und dann einfach mit so einem Baseballschläger eine Melone zerhauen hast. Ja? Junge, soll ich jetzt Angst haben, wenn ich rausgehe nachts, oder was? Ja, am besten schon, ne? Digga, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst bekommen bei der Szene, wo du diese Melone noch gegessen hast und so in die Kamera geschaut hast, ja? Ja, solltest du ja auch. Ja, okay, also ich glaube, ich werde einen Albtraum davon heute haben. Aber sah krass aus, die Szene, oder? Ja, auf jeden Fall.
Ja, also Kevin, also Fazit auf jeden Fall, ich hab Star Shelly nicht, das stimmt, aber ich bin besser als du. Ey, machen müssen wir nochmal eine Brawler-WM bei mir machen, wo ich besseres Internet habe. Ja, okay. Nee, aber auf jeden Fall sehr krasser Diss-Track, jetzt mal Spaß zur Seite, musst du dir schon lassen. Da wird ja, auf jeden Fall, genau, definitiv irgendwann eine Revanche kommen, kann ich dir schon mal sagen. Ja, ich bin gespannt, wann du den Diss-Track raushaust gegen mich. Naja, okay, dann weißt du, man hört sich, ne? Ja, Leute, wie gesagt, auf jeden Fall, nee, also Spaß beiseite, ist wirklich ein sehr krasser Track, fühle ich, wirklich, ne, natürlich, wenn ich jetzt nicht gedisst worden werde, hätte ich noch mehr gefühlt vielleicht, aber an sich, ne, ich gebe sogar, obwohl das ein Diss-Track gegen mich ist, sogar ein Like, ne, also das kann man wirklich mal machen. Ja, Leute, checkt das Original-Video bei Kevin ab, ich bin raus und damit ciao, ciao.